Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Karmesin. Wir sind Let's Part Champ geworden. Wir haben den Champ-Rang erreicht und nun wartet Nebila auf uns in der Stadt. Auf den finalen Kampf gegen sie. Wir gehen dahin und fliegen und ich weiß nicht, was für genau sie Pokémon hat. Es ist schon etwas länger her, wo wir gegen sie gekämpft haben. Ich habe mich jetzt entschieden, dass wir mit Zulord starten. Ich habe mich nicht informiert, also ich informiere mich generell nicht hier in Let's Plays. Mag ich nicht gerne, aber ihr wisst ja auch, hoffentlich. Ich weiß nicht, womit sie startet. Ich hoffe nicht, ich denke mal, dass sie wird nicht mit dem Pflanzenstarter starten. Falls wir wegen dem Pflanzenstarter, wir haben ja Espinodon, das ist ja auch, hat Eisattacken, ist ja auch gegen starke Pflanze. Dementsprechend habe ich zwei dagegen, eventuell. Ich weiß nicht, wir starten mit Zulord. Ich hoffe mal, dass, ich hoffe einfach darauf, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Wir gehen runter und werden sie jetzt bekämpfen. Und dann einfach mal sehen. Der letzte Kampf gegen unsere wirkliche Rivalin mittlerweile. Das ist jetzt unsere Rivalin. Vorher war sie nicht unsere Rivalin, jetzt sind sie ganz offiziell unsere Rivalin. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe mehr Angst vor dem Champ. Mehr Angst vor sie als vor dem Champ gehabt. Bald ist es soweit. Ah. Da bist du ja, Miku. Der Kampf, den wir heute austragen, ist ein Kampf unter Champs. Und wie es aussieht, sind nicht nur wir zwei gespannt, wer als Sieger hervorgehen wird. Aber niemand hier ist so aufgeregt wie ich. Alles bereit für das große Spektakel. Meine ganze Kraft gegen deine volle Stärke. In diesem Kampf wird sich zeigen, wer von uns beiden überlegen ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Champ Nebila fordert dich heraus. Wolverock. Wir starten mit Zulord. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Endlich beginnt er, unser größter Kampf. Wir sind gut damit gestartet mit Erdbeben. Sie haben natürlich ganze Schlagbohrer. Boah, sie hat natürlich ganze 6 Pokémon. Das war natürlich gleich wieder ein Crit, ne? Na, wie schmeckt dir so ein richtiger Angriff? Endlich muss ich mich nicht mehr zurückhalten. Ha, diesen Volltreffer habe ich durch puren Siegeswillen herbeigeführt. Erdbeben. Ich habe dir damals von den Typenvorteilen erzählt und jetzt setzt du sie gegen mich ein. Schlurm, das Stahl. Gut, dass ich mittlerweile ein paar Pokémon kenne. Hätte ich jetzt meine Teams immer meine Pokémon umbenannt, dann würde ich hier auch nicht mehr zurechtkommen. Oder nicht? Ist immer sehr gut, wenn man so ein paar Pokémon schon mal weg haben kann hier. Ein bisschen aussortieren. Viscogon, das Drache. Da setze ich auch einen Drachen ein, der Eisstrahl kann. Ich habe wirklich Angst vor dem Kampf. Ich wechsle dann auch wahrscheinlich ne? Großklingstoß. Sehr gut. Ich hoffe, ich wechsle. Hamo Mamo. Da wechsle ich. Ich hoffe, mein Zulord. Nee, Zulord ist. Das Ding kann keinen Kampf attacken. Aber auch Elektro. Ich wechsle trotzdem zu Zulord. Aus Sicherheit, weil Espinodon hält nichts mehr aus jetzt. Doppelten Schaden macht der Gegner jetzt damit. Und Zulord tankt, wird das nicht tanken. Never.
Ich kann es versuchen. Ich glaube nicht dran. Erdbeben. Eisdieb. Zulob, mein Bester. Ein Volltreffer. Und das aber trotzdem... Weil er mir keine Sorgen bereiten will. Oh. Es ist so unfair, aber so gut. Dumme Miesel. Das ist mal Typ normal, ne? Wenn ich da mit Nahkampf reingehe. Nahkampf. Yes. Maskagato, das ist die Katze. Ja, ich wechsle. Letzte Pokémon, glaube ich. Herzenspartner. Jetzt sind nur noch du und ich übrig. Wir kämpfen bis zum letzten. Nimila schickt Maskagato in den Kampf. Die Katze. Pflanze. Macht sie jetzt auch. Leuchte hell wie die Sonne, mein größter Schatz. Und du leuchte auch mal bitte. Schneller war klar, ne? Ah, yes! Einfach schwarz. Du hast es geschafft. Wahnsinn, du bist echt der Allerstärkste. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue. Ich habe wirklich alles gegeben und du hast mich trotzdem besiegt. Wirklich alles. Uff. Pokémon-Kämpfe sind einfach unglaublich. Sie machen noch viel mehr Spaß, als ich mir hätte vorstellen können. Tausend Dank, doch eins sage ich dir. Den nächsten Kampf gewinne ich. Jetzt gönnt ihr erstmal eine Verschnaufpause. Und dann stürzen wir uns nochmal ins Vergnügen. Welches Pokémon setzt du denn am besten in den nächsten Kampf ein? Der Weg des Champs. Abgeschlossen. Yo, ich bin's, Pepper. Mach. Boah, ganz ruhig, hüpf doch nicht so. Mastifioso hat deine Stimme gehört und ist ganz aus dem Häuschen, Miko. Ach ja, warum ich eigentlich anrufe? Erinnerst du dich noch daran, dass wir davon geredet haben, Zone 0 einen Besuch abzustatten? Ja. Natürlich tust du das. Ich wollte nicht an deinem Gedächtnis zweifeln. Die Sache ist die, dank all deiner Bemühungen hast du dir echt einen Namen gemacht. Deshalb haben wir jetzt zwei weitere Leute, die mit uns zu Zone 0 gehen. Mit so einer Truppe kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Zu viert sollte Zone 0 ein Kinderspiel sein. Also dann, wir sollten uns mit den anderen treffen. Treffpunkt ist das sogenannte Tor 0. Ich und die anderen zwei werden dort auf dich warten.
Beeil dich, ja? Ich schick dir die Koordinaten. Wir warten auf dich, hörst du? Masch, masch. Leute, ihr wollt jetzt bestimmt beim Fazit zu den ganzen Arenen gehen. Ich würde gerne in die Eingangshalle. Danke. Zu der Story rund um die Arenen. Es ist klassisch. Ich mochte es. Was ich nicht mochte, waren teilweise die Arenenprüfungen, die davor. Die waren von eigentlich ganz okay, wie das am Anfang mit dem Käfer, mit dem Olivenrollen. Ne? War ganz okay, war ganz lustig, war natürlich ein bisschen leicht. Dann das Snowboarden fand ich auch cool. Hätte ein bisschen länger und schwieriger sein dürfen. Aber dann waren da halt auch Minispiele wie das Grimassenschneiden. Das war halt kompletter Bullshit, ne? Ey, da brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Aber sonst waren die Arenen lustig. Haben den Zeitgeist getroffen. Mit der Rapperin zum Beispiel und mit der Influencerin oder Streamerin. Fand ich sehr cool umgesetzt. Allgemein war es gut umgesetzt. Natürlich vermisse ich ein bisschen die Arena-Rätsel, die da drin sind in der Arena selber. Aber ja, das ist halt auch so ein bisschen Nitpicking. Das ist nicht schlimm. Ich finde nur, die Arena-Prüfungen davor hätten vielleicht ein bisschen interessanter, ein bisschen mehr, ein bisschen schwieriger teilweise. Ich würde mir wünschen, dass es nach der Story halt, dass man Arena-Prüfungen nochmal machen kann, diesmal länger und schwieriger. Glaube ich nicht dran, aber das wäre halt nice. Ja, Top 4 hat Spaß gebracht. Die Top 4 an sich, die vier Personen, die waren jetzt nicht so interessant, fand ich. Es waren ja nur die Lehrer. Aber an sich fand ich das mit der doppelten Verarschung schon sehr gut. Ja, das fand ich sehr gut. Aber sonst bringt mir die klassische Route, die Arenen abklappert, immer viel Spaß. Und die waren ja recht abwechslungsreich, ne? Jetzt nochmal zu der groben Ganzen. Die Entwickler haben versucht, alle Typen, die es in den Pokémon-Spielen gibt, haben es versucht, in den Herrscher-Pokémon, in den Arenen und in den Team Star-Bossen immer irgendwie unterzubringen. Das heißt, man hat quasi alle Typen quasi als Gegner. Und da fand ich es sehr interessant. Ich hatte natürlich am meisten Angst vor Fee. Weil man, ich weiß nicht, ich kenne mich halt mit den ganzen Typen nicht unbedingt aus, aber ein paar kenne ich schon. Ein paar Typen Schwächen und Stärken. Das ist ein bisschen schwierig. Das war das Fazit zu der großen Story. Als nächstes wagen wir uns in Zone 0. Ich bin sehr gespannt, wie lang das da gehen wird. Es kann sein, dass der nächste Part schon der letzte Part ist. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich um Koraidon gehen. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch ein. Und ja, lasst gerne ein Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.